Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von, jetzt wollte ich es gerade mal sagen, von Sweet Yourself. Nein, Sound About, genau. Ja, wir basteln heute wieder, wie ihr vor ein paar Tagen gesehen habt, genau. Ja. Wir haben ja hier dieses Regal gebaut und das sieht so schön aus, unsere Küche wird immer besser. Und jetzt haben wir noch so einen Schandfleck da hinten mit dem gelben Sack. Und das wollen wir heute verpacken, beheben, in Ordnung bringen. Und damit Schöner. Fangen wir jetzt an. Das ist Gelbi. Gelbi isst gerne Müll. Nom, 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 nom. Gelbi wird gerne gefüttert mit Müll. Mein Kaffee. Das ist der liebe gelbe Müll. Der gelbe Sack. Und zwar ist da jede Menge Müll drin. Momentan nicht so viel Müll drin. Und deswegen steht immer da hinten in der Ecke und das ist einfach so hässlich. Wir sind so gerne in der Küche, kochen, spielen. Wenn Familie kommt, sind wir immer meistens in der Küche. Das ist auch eine Wohnküche. Genau, und dieses Ding ist einfach noch ein riesen Schandfleck in dieser Küche. Und wir haben uns hier wunderschönes Holz besorgt und wir möchten... Was suchst du uns denn? Mein besten Freund. Wer ist das? Der Messi? Ja, wohl, der Messi. Bitte schön. Da bist du. Hier kriegst du auch noch einen Bleistift, den Bleichi. So, genau. Und das soll dann später hier so drin verpackt sein. Wir haben hier verschiedene Holzbretter, die hier so drum rumstehen. Hinten machen wir etwas mit dünnerem Holz, weil wir da nichts so krasses brauchen. Und das geht dann hier so ein bisschen in die Breite und dann ist das da so drin. Genau. Gut. Das machen wir heute. Und als erstes müssen wir eigentlich die Höhe abmessen. Ja, oh, das riecht. Das riecht geil. Das ist ein bisschen harzig. Ja, das ist, was war das jetzt? Kiefer. Kiefer, genau. Also war auch super günstig. Was hat das gekostet? 3, 4, 5 Euro oder so das Brett? Ich glaube 4 Euro das Brett, ja. Ach, das ist voll in Ordnung für die Größe. Für Kiefer. Schaust her, das sind ja, genau. 90 Zentimeter. 90 cm. Genau. Da würde ich nämlich eigentlich auch sagen, dass wir in dieselbe Höhe gehen, ja, damit wir gleich bleiben, damit das nicht so viele Treppen gibt. Wie hoch ist denn unser Deckel? Ja, perfekt. Das ist unser Deckel? Wenn wir genau 90 cm haben, dann kommen wir mit dem Deckel genau auf die Höhe. Ah, sehr gut. Wenn wir den oben drauflegen. Das war auch geil. 2 Euro das Ding hier, das ist mega krass, was man hier alles machen könnte. So, genau, also 90. Die dann eigentlich hinten? Die haben wir jetzt gar nicht gedacht. Die müssen dann raus. Ja, hat mir ja gesagt, vielleicht dann in den Pool. Ja. Robert! Für dich gibt's nachher was Gutes, damit läufst du besser. Wenn ich weiß, wer Robert ist, unser Staubroboter. Das war fast mein Kopf mal wieder. Mein Kopf? Mein Kopf. Robert ist unser Staubroboter. Ach so. Das war knapp. Ich hab den Luftzug gespürt von deiner Hand. Ach so! Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber dafür kann ich nichts. Ja. Gut, so, wir messen. Dann messen wir 90 bei allen Brettern. Ja, da sind wir uns einig. 90 ja. Zentimeter muss es sein. Genau, weil das Ding ist ja hoch, guckst du? Guck ich. 87. Ja, dann hat es ein bisschen Luft. Super. Genau. Das Ganze malen wir nachher dann noch an. Ob wir das heute noch machen, müssen wir mal gucken. Stimmt, wir müssen es ja anmalen. Weil das aber das kann man nur falls auch morgen machen. Welche Farbe kriegen wir das Regal hier? Genau. Weiß, damit es auch reinpasst. Alt-Weiß-Acrylmark. Das ist die Farbe. Hm. Das ist voll cool, weil das so eine Art Plastik eigentlich ist. Ne? So ein bisschen so Acryl halt. Und das haben wir schon öfters verwendet und sind voll überzeugt davon. So, dann Messi und Mali mal. Ich bin dabei. Super. Gut. Dann wirst du dir zeigen, ja? Ne, dann machen wir noch die zwei anderen Bretter oder malen. Zeichnen. Ach ja, den einen Zug dann schneiden. Ja. Ich hoffe, dass die Sägeblätter sehr gut durchkommen, weil das ist jetzt das nochmal eine Nummer krasser. Hoffentlich. Dann wäre das die Grundform, ne? Hier die zwei kurzen, da ein ganzes, hier ein ganzes und da noch ein kurzes. Und da kommt das Ding dann rein. Schauen wir mal. So.
Da ist es erstmal gestrichen. Gute Arbeit, Frau Xilin. Dankeschön. Gute Arbeit. Dann warten wir bis morgen. Jetzt ist es eh schon spät, bis es trocken ist und morgen geht's weiter. Morgen früh geht's weiter. So schaut's aus. Tag 2. Tag 2, meine lieben Damen und Herren. Die Farbe ist getrocknet. Die Farbe ist getrocknet, sieht gut aus. Sieht echt gut aus, hat sehr echt gute Arbeit gearbeitet. Auch hier richtig schön. Da müssen wir gar nicht nochmal drüber gehen. Das Einzige, wo du schon gesagt hast, hier, ne, das sind so, da ist irgendwie sehr rau. Da sind irgendwie, ich weiß nicht, wenn man das da so ein bisschen erkennt, so rau. Ja. Wahrscheinlich vom Holz oder ich weiß wahrscheinlich nicht. Aber das glaube ich, ist jetzt nicht so das schlimm. Das kommt eher an die Seite und die Tür sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Tür sieht super aus, ja. Hast du gute Arbeit geleistet? Ja, sehr schön. Und lass es mal zusammenbauen. Bauen das jetzt zusammen. Das wird die wunderschöne Tür. Ja, genau. So haben wir, glaube ich, gesagt, oder? Damit wir... Halt mal. Halten. Wir hier den Dings dran machen können. So. Boah, voll geil. Das ist super. Vom Ultra. Stell mal den Müllsack rein. Ich stell mal den Müll hier rein. Das ist ich. Yay. Das ist doch echt geil. Suppi, der passt perfekt rein. Der passt super da rein. Tür aufmachen. Juhu. Tür rein, Tür zu. Juhu. Nochmal. Ha. Ha. Das war das letzte. Ja. Oh, nicht schlecht. Das war ein Fehler. Ganz kurz. Und das legt man jetzt hier einfach so rein. Ja, einfach rein. Also, du hast wie gekauft? Ja, ist auch gekauft. Tada! Oh, den Boden fest. Dann wackelt er nicht mehr, der Müllsack. Was machst du denn im Mülleimer? Was machst du im Mülleimer? Das Leben genießen. Ist das ein gutes Leben oder ein trauriges Leben? Eher traurig und dunkel. Oh, so dunkel sieht es hier gar nicht aus. Aber jetzt kommt ja dann noch der Deckel drauf. Ja, das können wir eigentlich mal machen. So, zack. Hey! Was denn? Rein da mit dir. Hopp, ich sehe nichts mehr. Rein? Achso. Yay! Jetzt kann man einen Griff machen. Ja, den Griff. Und den Griff? Ja. So, dann bring's mal an seinen Platz. Ja. Bye bye. Also so halb bye bye. Da 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 da. Hui, kommen Sie. Ja, irgendwie schon. Ach, ist das so schlimm jetzt so. So. Oh, ist ein bisschen höher geworden. Echt? Ah ja, wegen dem. Natürlich, aber macht nichts, oder? Nee, macht nichts. Einmal. So, mein Freund. Du bist nicht mehr länger hässlich. Ja. Schön. Endlich. Ich bin glücklich. Sieht auf jeden Fall besser aus als der gelbe Sack. Definitiv. Es ist kein designerisches Meisterwerk, aber die Schränkchen schon ganz gut. Made by Xiao und Xiaoli. Und dann kann man hier aufmachen. Aufmachen. Oder den auch weg. I, ist ja dreckig. Und nee, wegschmeißen. Und dann zumachen und zumachen. Und wenn man wechseln muss, kann man hier aufmachen. Yay. Dann kann man ihn einfach rausziehen. Praktisch. Voll geil. Haben wir gut gemacht. Okay. Immer ein bisschen schön. Ja, vor allem mit links. Ja, schön. Toll. So, die sagen, setz dich drauf, aber das lassen wir lieber dafür. Ist also, der Deckel nicht kompliziert. Wobbly, wobbly, buh, buh. Ich glaube, das wird nicht. Warte mal, ich habe große Schuhe an. Und ich stelle mich ein bisschen weiter nach hinten.
So, das Dream Team hat wieder zugeschlagen. Jawohl, wir haben es geschafft. Fertig. Fertig. Endlich ist dieser Schandfleck da. Der da. Endlich ist der weg. Gott sei Dank. Weg ist er nicht, er ist nur versteckt. Ja, er ist ein bisschen versteckt, genau. Sieht unauffälliger aus. Das stimmt. Weiß von der weißen Wand. Jetzt könnte man daneben noch ein Hundefuttersackchen stellen, dann geht es noch ein bisschen unter. Ja, könnte man machen. Könnte man machen. Schaust du. Ja, wunderschön. Toll, ne? Wir haben aber zwei davon. Was machst du mit dem zweiten? Weiß ich nicht. Siehst. Okay. Auf jeden Fall, gute Arbeit. Haben wir gut gemacht. Finde ich auch. Lasst uns doch mal einen Kommentar da, was ihr dazu sagt. Oder ob ihr eine bessere Idee gehabt hättet. Wahrscheinlich schon. Ich will es nicht wissen. Nein, wollen wir nicht wissen. Nur schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Und ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.